Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video soll es um die Frage gehen, welche Strecke produziert die spannendsten Rennen? Sicherlich eine interessante Frage und diese Frage möchte ich beantworten und nicht durch meine eigene Meinung, sondern durch die Meinung der Formel 1 Fans und zwar genauer gesagt die Fans der Seite racefans.net, die seit 2008 über jedes einzelne Rennen abstimmen, wie sie das fanden, wie interessant, wie spannend sie das fanden, von einer Skala von 0 bis 10. Und diese Bewertungen will ich mir einfach jetzt im Durchschnitt angucken und so dann auch die Frage zu beantworten, welche Strecke ist die spannendste? Bevor wir zu den Top 5 Platzierungen kommen, noch ein ganz kurzer Teaser. Ich werde das gleiche Video nochmal machen in ein paar Wochen, aber zu den langweiligsten Rennen oder beziehungsweise den langweiligsten Strecken. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es jetzt, dann verpasst ihr dieses Video nicht, aber jetzt legen wir los. Auf Platz 5 mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,17 Punkten ist der Bahrain International Circuit. Der Wüsten-Grand Prix der Formel 1 seit 2004 im Rennkalender, seit 2014 das Ganze dann auch als Nachtrennen und ich gebe hier den Formel 1 Fans recht. Der Bahrain International Circuit, der bietet immer spannende Rennen. Mir fällt da spontan das Rennen 2014 ein. Rosberg gegen Hamilton damals im überlegenen, dominanten Mercedes, aber die haben sich da wirklich ein packendes Duell geliefert in den letzten Runden. Da gab es ein Safety Car und dann wirklich Hamilton und Rosberg haben sich gegenseitig überholt und sich gegenseitig da wirklich wenig Zentimeter Platz gelassen, aber das Ganze immer sehr, sehr fair ausgetragen. Am Ende hat Hamilton gewonnen, aber das war wirklich ein super, super Rennen. Damals die Premiere des Nachtrennens in Bahrain. Auch 2020 sogar zwei sehr, sehr spannende Rennen. Beide Rennen sind hier in diese Bewertung mit eingeschlossen. Das erste Rennen mit diesem Drama um Romain Grosjean, mit diesem Unfall, mit diesem Feuerunfall, der ja wirklich, wirklich glimpflich ausgegangen ist, zum Glück. Und dann im zweiten Rennen das Drama um George Russell im Mercedes, als er Hamilton abgelöst hat für ein Rennen, weil der an Corona erkrankt war und George Russell ist ein super Rennen gefahren, aber die Mercedes-Boxen-Crew hat ihm dann da die falschen Reifen draufgesetzt und dann war es vorbei mit dem Siegtraum von George Russell. Und wer hat sich dann den Sieg geholt? Kein geringerer als Sergio Perez, der nach einem Crash nach Kurve 1 noch ganz hinten als letzter gefahren ist. Und dann aber wirklich bärenstarkes Rennen gezeigt hat und dann seinen ersten Karrieresieg eingefahren hat, damals im Racing Point. Also der Bahrain International Circuit bietet wirklich, wirklich super spannende Rennen und deswegen völlig verdient auf Platz 5. Was macht diese Strecke aus? Also ich würde sagen, viele Überholmöglichkeiten und das auch zum Teil über mehrere Kurven hinweg. Also wenn ich gerade an Turn 1, 2 und ich glaube bis 4 denke, da kann man wirklich nochmal kontern, wenn man in der Kurve 1 überholt worden ist, und so ergeben sich dann oft Situationen, dass beide wirklich parallel fahren können und das sieht für die Zuschauer natürlich super aus. Die Rennen sind immer relativ eng, vor allem im Mittelfeld, und ich denke, die Strecke an sich, es sieht auch wirklich von den TV-Kameras gut aus. Mit diesem Wüstenszenario ist es mal was anderes fürs Auge, für die Formel 1 Fans. Und die Strecke hat auch einen guten Mix aus schnellen Kurven, mittelschnellen Kurven, aber auch langsamen Kurven und von daher eine wirklich super Strecke und verdient auf Platz 5. Auf Platz 4 mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,36 ist der Red Bull Ring in Österreich. Der Red Bull Ring seit 2014 wieder im Kalender. Er war ja schon mal im Kalender als Österreich Ring in den 70er, 80er Jahren, dann nochmal als A1 Ring Ende der 90er, Anfang der 2000er. Nun also ab 2014 wieder im Rennkalender und ich gebe den Formel 1 Fans auch hier recht. Die Strecke bietet wirklich spannende Rennen und ich denke da beispielsweise an 2016 wieder Hamilton gegen Rosberg, die sich ein packendes Duell bis in die letzten Runden geliefert haben. Und in der letzten Runde hat es dann Hamilton doch versucht, an Rosberg vorbeizugehen. Der hat nicht genug Platz gelassen. Rosberg hat sich dann den Frontflügel abgefahren, der sicher geglaubte Sieg. Der sicher geglaubte Doppelsieg von Mercedes war damit futsch. Toto Wolff mächtig sauer. Das waren damals so die Hochzeiten der Spannungen zwischen Hamilton und Rosberg. Aber auf jeden Fall ein packendes Rennen für uns Formel 1 Fans. Mir fällt aber auch noch 2020 ein, also letztes Jahr das erste Rennen nach Corona. Und damals gab es eine Safety Car Phase und danach hatte Alex Albon im Red Bull die besseren Reifen gegenüber Hamilton, hat es dann versucht außenrum ihn zu überholen.
Hamilton hat leider nicht genug Platz gelassen, somit war Alex Albon dann im Kiesbett. Leider für ihn. Und Hamilton hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen und hinter Hamilton lag dann Lando Norris auf Platz 4 liegend und hat dann wirklich 100% gegeben, um noch in dieses 5-Sekunden-Fenster zu kommen, um dann Platz 3 zu erben. Und er hat es dann gerade so geschafft, hat da wirklich ein, zwei Qualifying-Runden hingelegt. Das war auch wirklich packend für uns Formel-1-Fans. Von daher der Österreich-Ring, der Red Bull-Ring, wie man ihn auch immer nennen mag, auch absolut verdient hier auf Platz 4 der spannendsten Strecken in der Formel 1. Auf Platz 3 mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,39 ist Silverstone. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Strecke, gerade auch nach dem Redesign 2010. Da wurde die Strecke noch ein bisschen geändert, noch ein bisschen moderner gemacht und ist jetzt auch wirklich eine sehr, sehr ansehnliche Strecke, würde ich sagen. Für mich trotzdem ein bisschen überraschend in dieser Liste auf Platz 3. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, es gibt jetzt keine wirklichen Langweiler-Rennen in Silverstone. Da passiert eigentlich immer irgendwas. Und ein Grund sind auf jeden Fall auch die Reifen. Silverstone ist eine wirkliche Reifenfresserstrecke. Und die Pirelli-Reifen haben es in letzter Zeit öfter mal geschafft, das Rennen nicht ganz so zu beenden, wie das die Teams so wollten. Beispielsweise letztes Jahr, als Hamilton eigentlich den sicher geglaubten Sieg dann fast verloren hat. Er hat es dann gerade noch so über die Ziellinie retten können. Ich glaube, er hatte 30, 40 Sekunden Vorsprung vor Verstappen. Dieser Vorsprung wurde dann aber wirklich fast noch aufgefressen von Verstappen, weil ein Reifen geplatzt ist von Lewis Hamilton. Und so war es dann doch noch mal ein bisschen knapper und eine letzte packende Runde damals für die Formel 1-Fans. Silverstone bietet auf jeden Fall auch wirklich eine schöne Strecke mit tollen Kurvenkombinationen, wo man sich ebenfalls wie in Bahrain auch wirklich über mehrere Kurven hinweg duellieren kann. Mir fällt da auch noch spontan das Duell zwischen Vettel und Alonso ein. Ich glaube, das war 2014, ja. Und die haben sich da, glaube ich, innerhalb von 3, 4, 5, 6 Kurven wirklich gegeben. Und Vettel hat versucht, an Alonso vorbeizukommen. Der hat es natürlich so schwer wie möglich gemacht. Und das ging dann wirklich über mehrere Kurven hinweg. War wirklich, wirklich schön anzusehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Silverstone hier so weit vorne ist. Weil es auch wirklich schön anzusehen ist für die Fans. Weil die Fahrer sich hier wirklich gut duellieren können. Und deswegen Silverstone auf Platz 3. Auf Platz 2 wieder eine Strecke, wo, glaube ich, jeder, der schon ein bisschen die Formel 1 geguckt hat, sagt, jo, das ist eine Strecke, die bietet auf jeden Fall wirklich spannende Rennen bis zu wirklichen Thrillern. Und ich spreche von Interlagos mit einer Durchschnittsbewertung von 7,42 Punkten. Interlagos in Brasilien, Schauplatz mehrerer epischer WM-Fights. Brasilien war wirklich jahrelang immer das letzte Rennen der Saison. Mittlerweile ist es leider Abu Dhabi, wie viele Formel 1 Fans inklusive mir sagen. Interlagos bietet einfach wirklich alles, was ein WM-Finale braucht. Wirklich eine tolle Strecke mit Überholmöglichkeiten. Regenwahrscheinlichkeit ist dort relativ hoch, was dann auch nochmal zu ein bisschen, Spannung führen kann. Und die Fans natürlich auch wirklich bombastisch in Brasilien, in Interlagos an der Strecke. Und deswegen auch wirklich packende Rennen. Ich denke da beispielsweise an 2008, als Lewis Hamilton gegen Felipe Massa um die WM gekämpft hat. Felipe Massa hat das Rennen zwar gewonnen, aber Lewis Hamilton hat damals einen 5. Platz gereicht. Und diesen 5. Platz hat sich Lewis Hamilton halt einfach mal so knapp wie es geht in der letzten Runde noch geholt. Im Regen damals gegen Timo Glock, der die falschen Reifen hatte. Die Ferrari-Fans und insbesondere die Massa-Fans sind ihm da bis heute böse, aber Timo Glock konnte da absolut nichts dafür. Auf jeden Fall ein WM-Kampf, der wirklich erst in der letzten Kurve entschieden worden ist damals in Interlagos. Und auch ähnlich spannend war das Rennen 2012, als Vettel sich den 3. Weltmeistertitel sichern konnte. Das aber auch ähnlich spannend wie Hamilton damals, denn Vettel hat, glaube ich, einen 6. Platz damals gereicht. Er war allerdings in Kurve 3, also in der ersten Runde, abgeschossen worden, und zwar von einem gewissen Bruno Senna, dem Neffen von Ayrton Senna. Und das Auto sah ziemlich beschädigt aus. Vettel war ganz am Ende, er war wirklich Letzter und hat es dann doch irgendwie geschafft, dann noch diesen Platz herauszuholen, den er gebraucht hat.
wahnsinnige Aufholjagd und wirklich ein packendes Rennen. Viele, viele weitere spannende Rennen in Brasilien, absolut verdient. Deshalb hier auf Platz 2. Bevor wir zu Platz 1 kommen, möchte ich noch drei Honorable Mentions hier mit reinbringen, die es zwar nicht in die Rangliste geschafft haben, weil es einfach zu wenig Rennen dort gab. Ich habe gesagt, mindestens 6 Rennen, sonst kommt die Strecke nicht auf die Liste, weil einfach zu wenig Daten verfügbar sind. Aber ich wollte sie trotzdem euch mal nennen. Und zwar sind das Portimao, Nürburgring und Istanbul, die wirklich auch tolle Rennen in der Vergangenheit geliefert haben. Aber auch ja, jetzt in der jüngeren Vergangenheit vielleicht nochmal im Kalender waren, aufgrund Corona ein anderes Rennen ersetzt haben, die wir auch in Zukunft leider wahrscheinlich nicht mehr im Formel 1 Kalender sehen würden. Aber jetzt kommen wir zu Platz 1 und ich muss sagen, das ist auch für mich eine Überraschung, dass diese Strecke auf Platz 1 landet mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,52, ist das nämlich der Circuit of the Americas in Texas, Amerika. Ähnlich wie in Silverstone würde ich sagen, es gibt hier keine wirklich langweiligen Rennen, aber ja, man muss schon ein bisschen überlegen, um wirklich an die Highlights zu denken, aber die gibt es natürlich auch, beispielsweise 2015 die Titelentscheidung im Mercedes-Duell um den WM-Titel, Hamilton damals vorne, Rosberg hat aber wirklich nochmal wie ein Bär gekämpft, war lange, lange vorne im Regen damals von Texas, hat dann aber das Auto mal kurz verloren gehabt, somit konnte Hamilton doch vorbeiziehen und sich dann den WM-Titel sichern und legendär dann auch der Kappenwurf von Lewis Hamilton zu Nico Rosberg mit der Cappy, mit der Nummer 2 drauf und das hat Rosberg damals gar nicht gefallen. Also das war auf jeden Fall ein legendäres Rennen, aber ich denke beispielsweise auch an 2018, der letzte Sieg von Kimi Räikkönen, den er wirklich, wirklich stark herausgefahren hat mit einer tollen Taktik damals von Ferrari. Gibt es auch nicht so oft, aber ist damals tatsächlich passiert, denn er war eigentlich gar nicht schneller als die Red Bull und die Mercedes, konnte dann aber Hamilton und Verstappen hinter sich lassen, um so seinen damals und bis heute wahrscheinlich dann auch letzten Sieg einfahren zu können. Das war wirklich auch ein tolles Rennen und ich denke sogar noch an 2017, als es auch ein gutes Rennen gab, ein spannender Kampf ums Podium und Verstappen hat dann Räikkönen in der letzten Runde, ich glaube in der dritt- oder viertletzten Kurve dann überholt, stand dann schon fast auf dem Podium, wurde dann aber von den Stewards zurückgepfiffen, weil er die Strecke verlassen hatte beim Überholen, das Thema Track Limits. Damals war es noch nicht ganz so ja, auf dem Niveau wie heute. Trotzdem war das damals aus meiner Sicht auch richtig, denn er hat tatsächlich die Strecke verlassen. Aber das war auch eine Kontroverse und hat auch nochmal für Spannung geliefert. Und deswegen der Circuit of the Americas auf Platz 1 und somit die spannendste Strecke im Formel 1 Kalender. Hättet ihr das gedacht? Ich sehe das auch ähnlich wie bei Bahrain und Silverstone. Es gibt Kurven, wo man wirklich nebeneinander fahren kann und das über mehrere Kurven hinweg. Beispielsweise nach der langen Gerade, dann die Überholmöglichkeit und dann gibt es aber nochmal eine Rechts-Links-Kombination, wo man nochmal kontern kann, wo man nebeneinander fahren kann. Das sieht auch immer ganz toll aus. Ich denke da noch auch an den ersten Sektor mit den schnellen Kurven, der jetzt nicht zum Überholen geeignet ist, aber auch auf den TV-Kameras wirklich, wirklich anspruchsvoll für die Fahrer aussieht. Und ja, so kommt dieses Ranking zustande. Die Formel 1-Fans haben gewählt, und zwar seit 2008. Und der Circuit of the Americas ist die spannendste Strecke in der Formel 1. Was ist deine Lieblingsstrecke in der Formel 1? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, liken nicht vergessen, Abo nicht vergessen, falls du das noch nicht gemacht hast. Hier hast du die Chance. Wir sehen uns bald wieder.